Und Leute, somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Outland. Ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? Ich habe das vor 7 Jahren das erste Mal gespielt und war schon sehr begeistert. Da war ich auch noch ein kleiner Hosenscheißer. Also da hat sich auf jeden Fall etwas geändert. Ob es mich immer noch flechten wird, das werden wir sehen. Dieses Spiel ist eigentlich Jump and Run und hat aber so eine kleine Gimmick. Aber davon möchte ich noch nichts vorwegnehmen. Wir schauen es uns mal an. If you listen, I will tell you of a man lost in his world, haunted by dreams of legend. Medicine could not help him. Visions drove him on. A shaman he sought, a teacher and a mystic. The Pal Kaba, who could make sense of these visions, who would heal him. He found the seer, collapsed at his fireside, and listened as he was told the ancient truth. Stories of a great wheel endlessly turning. Of two sisters who helped make the world. And then sought to shatter it. Imprisoned by a hero, a soul waiting through the ages, eager to be reborn. His time has come again, but so has theirs, and the earth trembles in fear. So, wir sind wiedergeboren. So, und ja, dann schauen wir uns doch mal an. Wir können springen, wir können Wandsprünge. Wir können uns oben festhalten. Wir können springen. Was haben wir denn da oben? Das sollten wir uns natürlich mitnehmen. Ich versuche mal 100% aus einem Zeichen der Göttin gesammelt. Finde weitere geheime Belohnungen freizuschalten. Ich versuche auf jeden Fall 100% anzustreben. Ob das klappen wird, keine Ahnung. Was haben wir hier? Ich denke mal, davon wollen wir nicht getroffen werden. Also, das Spiel spielt schon mal mit Farben und so Art Silhouetten-Leveling. Und was ich sagen kann, das Spiel hat ein magisches Licht, bewegt sich in der Welt umher und leitet dich auf deine Reise. Ne, was ich auf jeden Fall sagen kann, dieses Spiel hat so schöne Soundtracks und ist gar nicht mal so einfach. Aber das ist ja jetzt hier erstmal das Tutorial. Wir werden jetzt erstmal in die Mechanik reingesetzt. Und lernen das hier natürlich alles noch. So. Ich dachte gerade, ich werde getroffen. Das kann ich noch nichts mitmachen. Das geht runter, sofern ich drauf stehe. Das heißt, rauf und weiter. Und der hat ja leider schon der Soundweg. Es ist ganz dezent, aber so schön. Schauen wir mal rein, was bekommen wir hier? Wir lernen den Angriff. Wenn wir ganz normal X drücken, hauen wir nach oben, zur Seite. Wir können auch nach oben oder unten.
Und damit können wir einmal diese Wände hier zerstören. Wir können das hier zerstören. Wenn wir volles Leben haben, können wir auch die Herzen zerstören. Und es gibt natürlich auch Gegner. Den habe ich erstmal voll verkackt. Und ja, also wenn ihr denkt, das waren schon alle Gegner. Nein, also das Spiel... Wir sind nicht schon gestorben, oder? Also wir sind echt schon nicht... Ach du Scheiße. soll ich nochmal neu starten? Ich bin mir nicht sicher. Nee, alles gut. Die Farben spielen natürlich später eine große Rolle in dem Spiel. Aber dazu kommen wir noch. Der hat mich da genau reingehauen. Ich wollte eigentlich zurücklaufen. Ich wollte das Herz nicht kaputt machen. Haben wir hier noch irgend sowas? Oh ne, da war nichts, ne? Nein. Da war eigentlich nur der Schalter. Ja, das... Habe ich eben gesehen, wollte ich sagen. So, und hier haben wir sogar ein gutes Ding. Hier ist meistens... Ja, so eine große Coin und aber auch... Geld mit drin. Ein Herz, was man zerstören könnte, wenn man Full Life wäre. Ich lasse mich drin treffen. Nichts wird liegen gelassen. Der Busch. So, und jetzt komme ich schon in den ersten richtigen Bereich. Man hört schon am Soundtrack-Unterschied. Und anfangs sollten wir auf jeden Fall alles killen, weil wir ja, das Geld auf jeden Fall brauchen. Wofür, das sehen wir dann noch. Okay, wir gehen mal hier rum. Auch wenn wir hier noch gar nicht hin sollten, aber hier scheint es auch nur Bonus zu geben. Holen wir jetzt hier nochmal die extra Coins. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch Bonus ist. Wir schauen uns das mal an. Denn wenn man nicht dem Weg folgt, hat man oft eigentlich nur Bonus. Ach, das ist der Weg. Ups, dann gehen wir erst nochmal nach oben. So, ich meine, später bekommen wir auch eine Karte. Können wir dann einmal... Das habe ich... So, warte mal, das habe ich ja noch gar nicht gelernt. Hier oben ist auf jeden Fall Bonus. Okay, hier wären wir aber auch später nochmal hingekommen. Okay. Da kommen wir auch noch nicht durch, ne? Okay, sofern wir die nächste Fähigkeit haben, die wir actually hier bekommen. Oh man, bin ich jetzt umsonst nach oben gelaufen. Okay, wir haben... den Gleittritt. Kommen wir dahin? Kommen wir nicht. Und damit können wir halt erstens durch sowas durchgleiten, aber was ich echt gut finde, wenn ich es noch richtig machen würde, die erstmal betäuben und kann dann ganz gut Schaden rausschallern. Nehmen wir mit. So, und holen uns hier auf jeden Fall den Bonus. Tats hätte ich vielleicht da lassen sollen, weil... Ja, hier kommt man schwerer durch. Das war dumm. Ne, brauchen wir. Echt nochmal. Und
haben hier noch mehr Boni. So. Ich denke mal auch, dass wir immer so bei 20 bis 30 Minuten. Schau mal, da ist 10 Minuten knapp auf dem Tacho. Ja. Das wird schon. Oh nein, ich will nicht nochmal sterben. Okay, danke. Nochmal danke. Da kommen wir noch nicht hin. Ah, es fängt schon an. Mit Ausweichen und so. Was ich zwar ganz gut verkacke. Aber hier möchte ich doch noch gar nicht hin. Ich möchte erstmal wieder nach oben. Oh, wir kommen noch gar nicht woanders hin. Ne? True, true. Oh mein Gott. Und doch, wir könnten versuchen, da einmal nach links rüber zu kommen. Wäre dann einmal so. Dann kommen wir nämlich auch hier wieder hoch. Können uns da nochmal hier dieses Ding holen. Und 3 von 42. Das Spiel sollte nicht so lang sein. Ich denke mal 10 bis höchstens 15 Folgen. Naja, aber auch nicht. Also, das ist ein kleines entspanntes Spiel für zwischendurch. Was haben wir da oben? Dafür brauche ich eine verbesserte Sprungfähigkeit. Okay. Auf die Plattform können wir nicht drauf, aber warum? Finden wir das vielleicht hier raus? Reisen wir einfach mal in die Vergangenheit unserer Gedanken. Blau-Rot. Wo geht's hier? Fall back, become the ancient hero. Let his spirits, dark and light, arm you in this final battle. Okay, kehrt zurück in die der Zeit. Werde zu alten Helden, seine Geister des Lichtes und der Dunkelheit, sollten dir in diesem letzten Schlag zur Seite stehen. Oh ja, wenn ich schon den Soundtrack höre. So episch. Wir haben 6 Herzen. So, gehen wir mal hier schauen. Ha, da gibt's was. Hier kommen wir natürlich auch wieder hin. Wir fahren gerade halt deswegen, was wir mit tun können. Zwischen den Geistern wechseln. Das kann man hier mit der Lichte und Dunkelheit Geister erlaubt es dir, Objekte mit Ausrichtungen auf den jeweiligen Geist zu nutzen. Und der Energie des Geistes zu widerstehen. Heißt, gibt jetzt der blaue Geist, rote Geist ist blau. Heißt, wenn wir blau sind, überleben wir blaue Angriffe. Und wenn wir rot sind, dann rote, wieder blau. Das kann ich dir, wenn die Licht und Dunkel Geister erlaubt es dir auch, Gegner der jeweils anderen Ausrichtung zu versetzen, verwunden. Das bedeutet, es ist ein roter Gegner, wir hauen ihn mit blau. Wenn es ein blauer Gegner ist, haben wir mit Rot. Und das ist auf jeden Fall das Gimmick des Spiels soweit. Und ich muss sagen, das ist so auch wenn, soweit ich weiß, so war ich auch noch in Erinnerung, haben viel Potenzial verschwendet werden. Aber trotzdem ist dieses Spiel, wenn man mal, so wie ich habe 2 Euro dafür ausgegeben. Wenn man mal was anderes wegen Call of Duty oder anderen Spielen spielen möchte, wenn man entspannt irgendwas spielen möchte, kann ich einfach dieses Spiel empfehlen. Und es ist auch
gar nicht so einfach. Oh, schön. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin Schaden, aber nicht, ich bin ja gut gehabt. Ich warte mal. Ein Zyklus. Ich werde auf Rot. Blau. Rot. Das überleben wir natürlich. Also, ich bin auch noch irgendwie gebrannt, mag ich weiß. Dass manchmal Rennen auch siedlich sein können. Ich habe keine Lust, die zu verpassen. Okay, da kommen wir nicht hin. Und auch zum Ende hin wird das Spiel, soweit ich weiß, auch echt schwer. Da unten haben wir noch was. Ich habe zwar jetzt auch oben mit uns fallen gelassen. Aber wir müssen eigentlich hier mehr raus als der letzte für diese eine Insel. Okay, die Schalter können wir nicht berühren. Ah, da war... Habe ich zu spät gesehen. Schalter aktivieren. So, und ich sehe jetzt auch, dass die roten Schalter, die gegen ausmachen, sind auch... angreifen, wenn man so möchte. Vor allem die blauen Button, nee, auch die roten Button auch aus, ne? Ja, hier war nur eine blaue. Da muss man schon aufpassen, auf welche Farbe man nimmt. Echt nicht einfach. Und das hat auch ein bisschen mit Konzentration zu tun. Die Schwester. Das sah jetzt danach aus, als ob es da recht ziemlich gibt. Was erwartet uns hier? Die Kamera sucht auch weiter nach draußen. The hero's journey ended. Ancient spirits release their grasp, and you awake, just a man. Surely it was a dream. Die Reise des Helden findet ihr Ende. Die uralten Geister lösen ihre Umklammerung, und du erwachst als Mensch. Sicher war alles nur ein Traum. Also ich denke mal, dass die beiden Schwestern uns eliminiert haben und das Geist Rot und Geist Blau uns verlassen haben. Und an einem Ort wie diesem verliert man leicht die Orientierung. Drücke Back, um deine Karte zu öffnen und dein nächstes Ziel ausfindig zu machen. Genau hier können wir nämlich sehen, wo wir als nächstes hingehen. Und soweit ich weiß, kann man hier auch später Secrets sehen. Und warum drücke ich nicht den Schalter? Bedingung der Shadows brauchst du für den Dunkelgeist, also den Roten. Okay. Unten kommen wir noch nicht. Also sowas ist, also solche Spiele allgemein so, ja, die sind allgemein nicht schwer. Das Schwere, denke ich mal, ist hier eigentlich immer dran, Orientierung zu verlieren. Bei dem Spiel auch sehr schnell was passieren kann, vor allem bei anderen deutschen Spielen. Aber wir sollten das hinbekommen. Warum habe ich den nicht getroffen? Komm. Hallo? Wenn ich sterbe. Danke. Und in die blauen Lichter möchte ich auch noch nicht rein, solange wir nicht. Ah ja. Solange wir noch nicht den dunklen oder hellen Geist haben. Und jetzt wollen wir das.
nach unten und einmal schauen. Riskier's. Kack. Ich hätte nicht riskieren sollen, oder? Kriegen wir nochmal ein Herz zurück. Sogar eine große Münze haben wir bekommen. Okay, wir haben Herz wieder. Ja, ich... Auch wenn ihr euch fragt, der Fresh kommt jetzt nach 2 Monaten wieder und bringt Videos. Ist das jetzt wieder so eine einmalige Sache oder nicht? Ich versuche wieder häufiger. Aber schauen wir erstmal da. So. Plattform, kannst du zurückkommen? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, schön beruhigend. Ich mag die Soundtracks aus dem Spiel. Was sehe ich da? Mein Tod? Aber ein Geheimweg. Wenigstens haben wir die Herzen wieder. Auch wenn ich hätte die Herzen dazu benutzen können. Was anderes zu bekommen. Und guck mal, da unten haben wir sogar noch so einen Schädel. Den nehmen wir natürlich mit. Das sollte 5 sein. Ne, 4. Mal ausweichen. Und hier drauf. Komm, komm noch hoch. Nein. Schade. Aber wir bekommen ja Progress. So. Was haben wir hier links? Bonus oder? Scheint Bonus zu sein, ja. Okay, nee, das ist richtiger Weg da hoch. Dann gehen wir doch erstmal nach links und schauen, was wir hier haben. Sollte... Oh mein Gott. Sollte echt vielleicht mal auf die Karte gucken, um zu sehen, was Bonus ist, was nicht, aber... Ich glaube, hier kommen wir eh anders erst. Zumindest ist hier unten Bonus. Oh mein Gott, der ist in mir gespawnt. Knapp. Und ich lauf rein. Natürlich. Aber ey, Herzen kriegen wir anfangs noch genügend. 3 Herzen sind am Anfang auch reichlich. Da auf. Starte. Nee, okay. Nein. Nein. Hat mich getrappt. Okay, wir müssen eh nach links. Ich würde den aber am liebsten hier erst einmal weghauen. Mein Herz wiederholen. Ja, geil. So, und hier oben habe ich schon das erste... Weshalb wir auch Herzen oder Geld sammeln. Denn mit 15.000 Münzen spenden, bekommen wir unser nächstes Herz. Nice, jetzt haben wir 4 Herzen. Und können öfters so dumme Dinge machen, so wie hier. Das ist der Vorteil. Live sind wir wieder. Eine schnelle Abkürzung haben wir auch genommen. Wir gehen wir mal weiter. Haben hier so ganz weißer Punkt. Meine ich war auch nichts mehr. Natürlich. Ich bin so dumm und springe auf runter. Lass mich jetzt von dem noch treffen. Ich sterbe. Gib mir ein Herz. Danke.
wollte ich mal einen auf schnell machen. Was gar nicht so schlau ist. Außer jetzt vielleicht, um zu überleben. Hört ihr das auch? Ich hoffe, ihr stört jetzt nichts ab. Okay. Wir haben ja auch schon rote Punkte. Heißt, Dunkelgeist kommt hier auch noch langsam. Oh ne, ich krieg gerade. Und so widerlich. Ich denke mal, dass wir langsam dazu kommen. Vielleicht die blaue Fähigkeit. Wir haben hier so viel Blau. Ich denke mal, den blauen Geist, den bekommen wir jetzt bald. So, und weg mit dir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gib mir ein Herz, gib mir ein Herz, gib mir ein Herz. Gut, zumindest ja. Das erfreut mich. Dass die Blauen dann auch stehen. Ich glaube, auf die kann ich stehen, aber ihre Funktion, dass sie nach oben geht, die bekomme ich nicht. Jetzt muss ich auf jeden Fall langsam mal das blaue Fähigkeit geben. Das war smooth. Und hier lasse ich mich nicht verarschen. Ich weiß, ob ich früher da losgelaufen bin, ja. In der Frequenz geht das aus, aber eigentlich bleibt das ab. Dann holen wir uns jetzt, denke ich mal, den blauen Geist zurück. Yes. And so the man who would save creation learned to draw on creation itself. Now he could harness the force of light manifest in all things. With it, he could tread paths that were closed to him before. He became a swifter, surer hunter against creatures of the dark. But the road was still long, and the way hidden in shadow. Hidden, okay. Und so nahm der Mensch, der die Schöpfung immer bewahrt hatte, eben diese Schöpfung für sich selbst im Anspruch. Jetzt konnte er die Macht des Lichtes, die sich in allen Dingen manifestiert, nutzbar machen. Mit dieser Macht konnte er auf Pfaden wandeln, die ihm zuvor verschlossen waren. Er wurde zu einem schnelleren und sicheren Jäger gegen die Kreaturen der Dunkelheit. Aber der Weg war noch lange und im Schatten verborgen. Du hast den Pfad des Lichtgeistes erlernt. Mit seiner Kraft kannst du Objekte des Lichtes verwenden, dich gegen Lichtenergie schützen und in der Dunkelheit geborgen, deine Gegner verwunden. Genau. Wir können jetzt, das heißt, Lichtobjekte betreten, das heißt blaue Sachen und rote Gegner besiegen. Und ja, mit dem Progress würde ich sagen, bedanke ich mich einmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Outland. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!